Liebe Zuschauer, wenn wir dann am späten Mittwochabend um 20 Uhr die Zinsentscheidung der US-amerikanischen Notenbank bekommen haben und vielleicht auch noch den Worten von Jerome Powell, dem Notenbankpräsident, ab 20.30 Uhr lauschen konnten, müssen wir uns schon wieder mit den wichtigsten Konjunkturdaten des kommenden Börsentages beschäftigen bzw. auf sie einstellen. Und deswegen habe ich sie hier mal für Sie zusammengestellt. Es geht jetzt um Donnerstag, den 14. Juni 2018. Um 4 Uhr bereits in der Nacht kommen die neuesten Angaben zur Entwicklung der Industrieproduktion in China heraus. Dann um 8 Uhr am Morgen gibt es die aktuellen Inflationsdaten für Deutschland, die endgültigen Angaben für den Monat Mai. Überraschenderweise war ja bereits in einer Vorabschätzung bekannt geworden, dass die Verbraucherpreise um 2,2% im Jahresverlauf gestiegen sind. Zuletzt lagen sie bei 1,6%. Da gab es einen regelrechten Sprung. Und wir werden überprüfen, ob es auch in den endgültigen Angaben dabei geblieben ist. Um 13.45 Uhr kommt dann der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank heraus. Natürlich erstmal für den Leitzins interessant. Der sollte bei 0,0% bleiben. Auch der Einlagensatz für Banken, der bei minus 0,4% liegt, wird jetzt so erwartet, wie er bisher war. Also auch da keine Veränderung. Aber es könnte sein, dass es Bemerkungen gibt zum Anleihekaufprogramm der EZB. Dieses wird ebenfalls bekannt gegeben. Zurzeit liegt das Volumen ja dort bei 30 Milliarden Euro pro Monat. Aber wir können uns schon vorstellen, dass vielleicht die Währungshüter andeuten, wie man denn in den kommenden Monaten damit verfahren wolle. Offiziell läuft es ja jetzt zunächst erst einmal bis zum September dieses Jahres. Dann haben wir um 14.30 Uhr die Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank noch im Programm. Da könnte man also dann an Mario Draghi von Journalistenseite noch einige Fragen stellen. Auch das werden wir verfolgen. Und zeitgleich um 14.30 Uhr kommen natürlich, wie fast an jedem Donnerstag, die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe heraus, beziehungsweise deren genaue Anzahl. Und ebenfalls um 14.30 Uhr gibt es dann am Donnerstag noch Angaben zum Einzelhandelsumsatz in den Vereinigten Staaten von Amerika im Monat Mai. Da rechnet man jetzt mit einem leichten Anstieg im Monatsvergleich um 0,4%.